Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin heute hier mit dem Revolution Adventskalender. 24 Days of Glam nennt der sich. Ihr habt euch den gewünscht und ich habe mir gedacht, ich hole ihn. Ich habe ihn bei Rossmann geholt. 54,99 minus 10% habe ich, glaube, bezahlt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich bin von 54,99 ausgegangen. Hätten wir hier 2,20 € pro Türchen. Das ist ein reiner Make-up-Adventskalender. Ich habe den euch letztes Jahr auch gezeigt. Der ist eigentlich immer ganz schön, ne? Und deshalb, also ihr wolltet gern, dass ich den auspacke. Das machen wir jetzt auch. Und dann gucken wir mal da rein, was da so Schönes drin ist. Also rein optisch gefällt der mir richtig gut. Und ich glaube, der ist auch wiederverwendbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Falls euch interessiert, was hier drin ist, was ich zum Inhalt sage und ob der sich denn am Ende lohnt, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. So, jetzt zeige ich euch mal, ne? Den kann man hier so abziehen. Ich will das auch alles nicht immer so in die Länge ziehen. Und hier oben ist nochmal so ein Klebeband drauf. Also ich glaube, den kann man auch wieder so auseinander machen. So, und dann haben wir hier einmal, ups, alles. Also das hat nicht so gut funktioniert. Ah, meine Güte. So sieht der Kalender einmal geöffnet aus. Ich habe es hingekriegt. Also das ist ein bisschen doof, den zu öffnen. Da hätten sie nochmal irgendwie was dazwischen legen müssen, dass das nicht alles rausfällt, weil das ist alles sehr weiches, wabbeliges, wabbelige Pappe ist das. Ich würde sagen, ich lege, also der sieht richtig, richtig schön aus, finde ich, so richtig mädchenhaft und ja, Glam und so. Ich würde sagen, ich lege den hier hin und lege die Produkte dann wieder hier drauf. Ja, sehr schön. 25 Türchen wiederverwendbar. So rein optisch ist der auf jeden Fall super schön, ne? Und für 54 € reiner Make-up-Adventskalender kannst du auch nicht so viel meckern. Ich denke, deshalb haben wir auch nicht so viel zu meckern hier bei dem Kalender, wenn hier überall Make-up und so drin ist. So, Türchen Nummer 1. Wir starten. Revolution ist eine Marke. Ich mag die sehr gerne. Habe aber auch schon Produkte gehabt, die ich dann aussortiert habe, weil die mir im Endeffekt doch nicht so gut gefallen haben. Erstes Türchen, ich zeige euch, die Produkte sind alle nochmal extra eingepackt. Guter Pluspunkt. Das ganze Teil besteht aus Pappe übrigens. Lip Oil Elixir Power haben wir hier einmal in Türchen Nummer 1 drin. Das finde ich sehr gut. Das ist ein Lippenöl. Lippenöl finde ich immer toll, mag ich sehr gerne. Und ja, das ist ein Full-Size-Produkt, sind 2,5 Milliliter drin. Das ist auf jeden Fall ein schönes erstes Türchen. Das gefällt mir sehr gut. Es geht weiter mit der Nummer 2. Das ist ein bisschen größer. Sieht einmal so aus wie ein Geschenk. Sehr schön. Hier haben wir drin einen Lippenstift. Der sieht einmal so aus. In Muted Red. Also das ist so ein schöner Nude-Ton, ne? Also das ist wirklich ein sehr, sehr so ein rotbräunlicher Nude-Ton, würde ich sagen. Der sieht in der Kamera ein bisschen anders aus, wenn ich das jetzt gerade im Display sehe. Aber hier sieht der, also der sieht so ein bisschen rosenholztonmäßig aus, nur halt in dunkel mit einem Braunstich drin. Finde ich ehrlich gesagt schön. Ist ein wirklich schöner Ton. Und hier bei den Revolution habt ihr immer unten drin, ihr könnt, das finde ich so toll, ihr könnt unten den Deckel abmachen und dann habt ihr hier nochmal, ja, Lip Liner oder ihr könnt euch das nochmal nachtragen. Also da ist auch nochmal Lippenstift drin. Das finde ich immer cool. Einen Lippenstift. Das ist eine schöne Tür und auch eine wirklich alltagstaugliche Farbe. Also ich muss sagen, von der Farbe her gefällt mir das richtig gut. Weiß passende Make-up sieht das super bestimmt aus. So, Türchen Nummer 3. Es gibt ja leider nicht so viele Make-up-Adventskalender, aber demnächst kommt ein richtig cooler. Wartet mal ab. In der Nummer 3 haben wir in der Farbe Opulence Cream Shadow einen Eyeshadow, einen Creme-Eyeshadow. In einem Roségold. Also der ist auf jeden Fall schön, den lasse ich aber zu, den swatche ich nicht, der geht nämlich an euch. Und ja, soweit ich weiß, sind die auch ganz gut. Die 4, das ist ein goldenes, roségoldenes Türchen und hier haben wir drin ein Eyebrow Gel. Also das hatte ich schon mal gehabt, das habe ich aussortiert, das hat bei mir überhaupt nichts gebracht, das hat nicht gut, also das hat überhaupt nichts gebracht. Das fand ich echt total schlecht. Ja, kann sein, bei jemand anderem funktioniert das. 3,5 Milliliter sind das. Ja, ist okay. Ich fand das jedenfalls nicht so gut, aber das ist nur mein Empfinden und meine Erfahrung. So, Türchen Nummer 5. Nummer 5 sieht so aus.
Ich bin gespannt. Der Kalender, der ist irgendwie spannend. In der Nummer 5 haben wir einmal dieses Produkt hier drin. Ich glaube, das ist ein Lipgloss. Genau, ein Lipgloss ist das. Ein einfach klarer Lipgloss in so einer Quetschtube. Auch ein nützliches Produkt. Gell, Lipgloss kann man immer gebrauchen. Und wenn man den nur in die Handtasche tut, damit man zwischendurch was nachtragen kann oder so, finde ich das auf jeden Fall nicht schlecht. So, 6 der Nikolaus. Da gucken wir jetzt auch rein. Aber ich glaube, das ist hier in dem Kalender nichts Besonderes. Hier haben wir, in der 6 werden wir mit dem klassischen Kohlkajal beglückt am Nikolaus. Sehr unspektakulär und sehr doof für die 6, oder? Aber kann man ja immer gebrauchen trotzdem. Ist auch nicht so schlimm, wenn das mit drin ist. Ja, ein schwarzer Kajal. So, Türchen Nummer 7. 7 schaut einmal so aus. Vielleicht haben wir dann in der 7 was richtig Tolles drin. Ja, in der 7 ist was sehr Schönes drin und zwar hier einmal so ein Powderpuff. Die sind richtig gut, ne? Ich habe ja auch hier so ein paar von Brushworks zum Beispiel habe ich hier einen und der ist jetzt ein bisschen kleiner, aber die mag ich sehr gerne, um Puder aufzutragen unter den Augen und der fühlt sich von der Qualität sehr, sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also der hat einen echt, also eine richtig gute Qualität. Von LH Cosmetics, den wollte ich mir die ganze Zeit mal kaufen, weil ich glaube, der hier ist jetzt ziemlich ähnlich. So, Türchen Nummer 8, für jemand, der das benutzt, natürlich. In der 8 haben wir einen Lip Liner drin, genau, in der Farbe Pink Nude. Also das ist wirklich so ein Pinkton. Ja, so ein Nude Pink. Tatsächlich, so wie es auch draufsteht, so ist der auch. Ja, das finde ich nicht schlecht. Lip Liner kann man auch immer gebrauchen, finde ich auch nützlich. Türchen Nummer 9. Nummer 9 sieht einmal so aus. Ist ein bisschen schwerer. Nummer 9 hat einen, wow, das sieht aber schön aus, einen Liquid, also so ein Mauve-Ton ist das, Mauve Berry Matte Liquid Lip. Also der sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, boah, der würde mir gut gefallen auf den Lippen. Der ist so ein bisschen, ist halt ein Mauve-Ton, aber ein dunkler Mauve-Ton. Wirklich schön, auch für den Alltag. Total herbstliche, schöne Farbe. Richtig, richtig gutes Produkt in meinen Augen. So, Türchen, könnt mir mal schreiben, ob ihr den Farbton jetzt auch so schön fandet. Also mir hat der sehr gut gefallen. So, Türchen Nummer 10. Nummer 10 sieht einmal so aus. Und hier haben wir drin, oh, ich glaube ein Highlighter oder irgend sowas bestimmt. Ja, oh, der ist aber schön. Guckt mal, ein Highlighter ist das. Der sieht aber mega, mega schön aus. Also der gefällt mir. Aber der sieht so grob aus. Ich weiß nicht, ob ich reingehen soll oder euch den lieber überlassen sollte. Weil ich kann den ja nicht mehr verlosen, wenn ich jetzt reingehe. Ich glaube, ich lasse das mal. Der sieht aber wunderschön aus. Also gefällt mir persönlich vom Farbton richtig gut. Hier sind dieses Mal sehr alltagstaugliche, super schöne Farben drin, finde ich. Türchen Nummer 11 sieht einmal so aus. Wow, hier ist auch ein schönes Produkt drin. Super Dewy Liquid Blush. Den wollte ich ja auch unbedingt gerne mal ausprobieren. Das ist ein Liquid Blusher in der Farbe You Got Me Blushing. Also das ist die Farbe hier unten. Und ich glaube, das sieht auch super schön aus mit den anderen Produkten. Ja, sehr, sehr schön. Auch Full Size das Produkt natürlich, ne? Gefällt mir. Auch ein schönes Türchen. So, Highlighter, Blush, also ist auch alles schön aufeinander abgestimmt. Türchen Nummer 12, das ist die Halbzeit oder fast Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Ich bin mal gespannt. Hier haben wir mal was ganz anderes drin und zwar ein Bronze Cream Shadow, also ein bronzefarbener Cream Shadow. Passt irgendwie gefühlt zu den anderen Sachen gar nicht dabei. Aber ja, ist schön an sich, ne? Also das kann ich mir auf dem Auge richtig, richtig gut vorstellen. Ist eine wunderschöne Farbe, passt aber irgendwie nicht so in dieses Farbkonzept von dem Kalender rein, keine Ahnung. So, Türchen Nummer 13. Nummer 13 sieht einmal so aus und ist ganz leicht. Hier ist vielleicht ein Pinsel drin oder so oder ein Lip Liner. Hier haben wir einen Lip Liner drin und zwar in der Farbe Bombshell Coral. Also das ist so ein... ja, pfirsichfarbener, ein dunkel pfirsichfarbener Ton, würde ich sagen. Ist ganz schön, ja. Mir stehen solche Farben zum Beispiel nicht so gut, so Korall und so. Also so, das ist nicht so mein Ding irgendwie, habe ich das Gefühl. So, Türchen Nummer 14 ist einmal dieses hier. Den passenden Lippenstift. Das ist die Farbe White Wedding. Und das ist, ja, das passt natürlich dann zu dem Lip Liner eben, ne? Guck mal, das ist die Farbe, das ist halt so diese Farbe, die mir nicht so gut steht. Aber die Lippenstifte, wie gesagt, von Revolution finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, also wirklich schön. Sind halt alltagstaugliche Farben und das finde ich richtig, richtig gut. Sowas sucht man ja auch immer, so einen Adventskalender, wo auch Alltagsfarben mit drin sind und nicht nur so krasse Dinger für Weihnachten oder sowas. Türchen Nummer 15, ich zumindest. Hier haben wir drin einen Matte Liquid Lipstick in der Farbe Nude Caramel.
Das ist ja mega schön, die Farbe. Guckt mal. Das ist ein richtig, richtig schöner Ton. Gefällt mir mega gut. Guck mal, der ist doch wirklich richtig schön. Würde ich am liebsten mal aufmachen. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich finde die Farbe auf jeden Fall. Ich glaube, dass die auf den Lippen schön aussehen wird. Die Liquid Lipsticks gefallen mir von den Farben sehr, sehr, sehr gut. Türchen Nummer 16. In der 16 haben wir, glaube ich, wieder einen Highlighter oder so drin. Ne, hier ist einmal ein Bronzer drin. Das ist ein Bronzer, also ist wirklich sehr schön, was sie hier alles reinpacken. Der, glaube ich, auch ganz schön aussieht. Also ich glaube, der sieht gut aus. Das ist die Farbe Vacation. Ein Contour-Powder, genau. Ich wollte nämlich so ein bisschen sagen, so ein bisschen könnte das auch Contour sein. Also, ja, Bronzer, Contour. Auf jeden Fall ein schönes Produkt. Türchen Nummer 17 sieht einmal so aus. Hier haben wir drin, hier ist reingequetscht, ein kleiner Mini-Sponge. Der ist ein bisschen deformiert, aber ja, der ist auch gut, weil für unter die Augen, für Concealer oder so ist das schön. Auf jeden Fall ein, ja, ein Füllprodukt, ne? Das andere Füllprodukt fand ich super und das ist jetzt auch eigentlich ganz gut. Also das sind keine schlechten Füllprodukte. Türchen Nummer 18. Das ist ein ganz langes Türchen. Hier ist, glaube ich, ein Pinsel drin. Weil Pinsel haben wir ja eigentlich auch mehr drin. Ja, nochmal extra so in Papier eingepackt, ein Pinsel. Und zwar, oh, hier kommt aber richtig viel Staub raus. Sieht der einmal so aus. Ne? Das ist so ein Pinsel, wie ich sie nicht mag. Ich weiß nicht, ich weiß damit nie was anzufangen. Die sind irgendwie komisch. Aber der ist ganz gut verarbeitet. Fühlt sich aber sehr plastikmäßig vorne die Borsten und so an. Ne? Ist aber, denke ich, okay. Also für jemand, der vielleicht jetzt Schminkanfänger ist oder so. Vielleicht weiß der, was damit anzufangen. Also der Pinsel ist okay. So, die Nummer 19. Vielleicht haben wir hier noch einen Pinsel drin. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie so aus. Ich glaube schon. Ja, hier ist einer drin, den ich ganz gut finde. Das ist so eine, also der ist ganz schmal oben und der ist ganz gut für den, der fühlt sich auch viel besser an. Der fühlt sich nicht so plastikmäßig an. Der ist so ein bisschen für den Inner Corner ganz gut oder für den unteren Wimpernkranz. Jo, ein Lidschattenpinsel. Es geht weiter mit der 20. Sieht einmal so aus. Auch ein großes Türchen und hier haben wir drin, ah, das habe ich heute noch aussortiert, krass, das habe ich heute aussortiert. Das ist das Translucent Baking Powder. Ich benutze das nie. Ich habe das noch vom letzten Jahr in meinem Schrank gehabt und ja, das ist ein Baking Powder. Ich werde das aussortieren auch. Das andere ist auch zu und das hier ist auch noch zu, ne? Ja, aber das ist grundsätzlich ganz gut. Also für jemand, der das mal ausprobieren möchte oder so. Ich mag das nicht so gern. Aber auch hier, ne, für ein Full Face, hier kriegt man ja wirklich, glaube ich, bis auf Foundation ein komplettes Full Face mit hin. Primer war jetzt noch keiner drin, aber ich denke, man könnte ein Full Face damit machen. So, die 21. Hier haben wir einen Eyebrow, genau, Medium Brown Brow Pencil drin von Revolution und ich glaube, ich habe den vom letzten Jahr sogar noch, ja, ist halt ein Augenbrauenprodukt, ist halt wirklich ein farbgebundenes Produkt. Für mich wäre der jetzt zum Beispiel zu hell, also das würde vielleicht gerade noch so gehen, aber ich glaube, das geht eher so in die, ja, hellere Richtung, auf jeden Fall ein Augenbrauenstift, aber wie gesagt, ich finde, das ist doof, weil es ist ein farbgebundenes Produkt, das ist nicht so. Ist irgendwie immer schwierig, gell? Wisst ihr ja. So, die Nummer 22. Hier haben wir den üblichen Spiegel drin, ne? Der sieht aber ganz schön aus, weil da ist einfach nur das R drauf. Wenn man zum Beispiel jetzt, ja, keine Ahnung heißt, Regina, dann ist das der Spiegel für die Regina, ne? Das ist, also das finde ich eigentlich ganz schön, den Spiegel. Ich bin kein Fan von diesen Taschenspiegeln. Ich weiß, die liebe Frühlingsrolina, die sammelt, glaube ich, diese Spiegel. Ja, also keine Ahnung. Ich finde ihn ganz schön, farblich auch. So, kommen wir zur 23. Das ist ein großes Türchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Türchen ausgelassen. Keine Ahnung. 23 ist ein großes Türchen. Und hier haben wir eine Palette drin. Und zwar, oh, sieht die schön aus, Leute. Die sieht richtig, richtig schön aus. Eine Blush-Palette. Und zwar mit 4 wunderschönen Blushtönen. Beziehungsweise hier unten, das ist eigentlich ja eher kein Blushton. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber guck doch mal, die sieht richtig schön aus. Und das sind alles matte Blushes. Also ich sehe zumindest keinen Schimmer. Eine sehr schöne Palette, also eine 4er Blush-Palette. Und die hat ein ganz tolles Pressing drin. Super schöne 23. Wirklich, wirklich schön. So, jetzt kommen wir zur 24. Die 24 ist, wo ist die denn überhaupt? Ich sehe die nicht mal. Hier unten. So, 24. Das ist ein bisschen leicht. Hier haben wir drin, und zwar, was haben wir denn hier?
Ein Brow Pencil, okay. Nochmal was für die Augenbrauen. Ach, das ist aber so ein Wachsstift, so ein Augenbrauen-Wachsstift. Wir haben ja schon Augenbrauen-Gel drin. Naja, auf jeden Fall nochmal so ein Wachsstift in der 24. Ist irgendwie doof. Da hätte ich vielleicht dann den Highlighter reingepackt oder sowas. Oder nochmal ein Liquid Lipstick. Auf jeden Fall, ja, einmal ein Augenbrauen-Wachsstift. Und jetzt kommen wir zur 25 und da wissen wir ja immer, was da drin ist. Ne? Sieht einmal so aus, man ahnt es schon. Hier ist meistens eine Lidschattenpalette drin. Und zwar die Reloaded Pink Prosecco Palette. Okay, mit jetzt gerade auch. Die ist ganz schön. Gefällt mir. Ich mache die mal auf. Also es sind immer, ja, das sind halt auch immer diese limitierten. Ich glaube, die kann man so nicht kaufen. Ne? Also die sind immer nur dann in den Kalendern drin. Das ist die Lidschattenpalette. Also ganz ehrlich, die ist schön. Und die passt auch, ich gucke gerade, das passt alles super zusammen. Also selbst auch der Liquid Eyeshadow in diesem Bronzeton kann man super hiermit kombinieren. Eine sehr, sehr schöne Palette, finde ich. Also ich finde die farblich echt gut. Hier sind Schimmertöne, hier sind matte Töne drin genug, helle Töne, dunkle Töne. Also eine sehr schöne Alltagspalette und passt halt auch zu den Lippenstiften und zu allem dazu. Passt sehr, sehr gut. Ich hätte mir die tatsächlich pinker vorgestellt. Also die ist ja eigentlich, hier sind ein, zwei Rosé-Töne drin. Der Rest ist alles so ein bisschen nude-mäßig. Ich hätte echt gedacht, aufgrund des Kalenders, dass die so mit Pinktönen und sowas wird. Aber ich bin wirklich erfreut darüber, dass das nicht so ist, weil Pinktöne mag ja auch nicht jeder. Und ganz ehrlich, also ich finde die richtig, richtig schön. Meine Lieben, das war der Revolution Adventskalender 2023. Und ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, mein Fazit ist sehr positiv, denn ich finde den richtig, richtig gut. Also wirklich auch selbst bis auf den einen Pinsel und bis auf das Baking Powder, das ist aber persönliche Präferenz, dass ich jetzt nicht so gut finde. Finde ich den Kalender super. Es sind richtig schöne Farben mit dabei. Es ist von jedem was dabei. Es sind zwar ein paar viele Lippenprodukte mit dabei. Also ja, aber das ist immer in den Kalendern. Wir haben einen Highlighter, wir haben Blush, wir haben ein Contour, Bronzerprodukt, wir haben so ein Puffding, ein Puder. Also hier kriegt man auf jeden Fall eigentlich ein Fullface mit hin. Ich finde auch den Liquid Blush hier drin sehr schön. Ein Spiegel ist mit drin. Also ich finde den Kalender rundum wirklich sehr schön gelungen. 54,99 minus 10%, die man dann noch bekommt, ne, und rechnet euch das aus aufs Türchen. Das ist auf jeden Fall richtig gut für einen Make-up-Adventskalender. Und Revolution ist ja jetzt auch keine schlechte Marke. Ich finde den richtig top, muss ich ehrlich sagen, wenn ihr den seht und euch die Farben gefallen, nehmt euch den doch mit, ne? Also da habt ihr einen super schönen Make-up-Adventskalender, weil ganz viele haben mich gefragt, ob ich gute Make-up-Adventskalender kenne. Und also ich kann euch ja auch nur sagen, das, was ich hier auspacke, ne, was ich sehe, ob die gut sind oder nicht. Ja, Revolution kenne ich, Revolution habe ich schon öfters ausprobiert und finde auch einiges sehr gut und deshalb kann ich euch sagen, ich finde den Kalender sehr, sehr schön, auch von der Qualität ist das alles hochwertig, das ist nicht so ein Billigzeug, wisst ihr, wie ich meine? Also es ist auf jeden Fall, von mir habt ihr da auf jeden Fall Daumen hoch, ich finde den Kalender super, super gut. Lohnt sich auf jeden Fall und man hat noch eine schöne Palette in der 25. Was will man denn mehr, ne? Man kann fast ein Fullface damit schminken. Für mich auf jeden Fall ein toller Kalender. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Und jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr auch heute wieder mit hier wart. Und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und ich sage tschüss, bis dann. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair.